Hallo zusammen. Heute möchte ich euch die kostenlose Bibelsoftware eSort vorstellen. Die machen wir hier mal auf. Die kann man auf der Webseite e-sort.net herunterladen. Das Tolle darin, das ist eine Offline-Bibelsoftware. Da kann man sämtliche Bibelübersetzungen in so vielen Sprachen der Welt herunterladen. Da gibt es Bibelkommentare, Bibellexika, Harmonien der Evangelien und auch Kartenmaterial. Das kann man alles herunterladen und ist alles online sehr leicht durchsuchbar. Das wollen wir uns jetzt mal angucken. Das Ganze gibt es hier für diesen Windows-Rechner. Das Ganze gibt es auch für in einer Apple-Version. Es gibt auch für Apple-Smartphones eine App dafür. Für Android-Geräte gibt es das leider nicht. Allerdings, bei Android-Geräten gibt es eine vergleichbare, sehr vergleichbare, ähnliche Bibelsoftware, die nennt sich MySword, also mein Schwert, in Anlehnung an die ganze Waffenrüstung Gottes in Epheser Kapitel 6. Die kann man herunterladen bei mysword.info, also diese Android-App gibt es nicht im Play Store, die haben die da entfernt, die scheint ihnen wohl nicht politisch korrekt genug zu sein. Wir leben halt in diesen Zeiten der Zensur. Diese App kann man eben auf mysword.info herunterladen, habe ich gemacht, bin sehr zufrieden damit. Ja, da sind wir auch schon beim Punkt angelangt. Die Quelle der Wahrheit, das ist eben nicht Google, Apple, Amazon oder sonst wer. Wir vertrauen auf Gottes Wort. Wir vertrauen auf Gottes Wort und da sind wir hier genau schon an der richtigen Stelle angelangt. Wir sind hier im 2. Timotheusbrief, kann ich hier das Buch anwählen, Kapitel 3, Verse 16 und 17. Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Strafe, zur Besserung, zur Züchtigung in der Gerechtigkeit, dass ein Mensch Gottes sei willkommen, zu allem guten Werk geschickt. Das lese ich hier in der Lutherbibel. Ich habe hier auch noch die Elberfelder Bibel. Ich habe die neue evangelistische Übersetzung. Die Schlachterbibel von 1951 und ich persönlich lese halt sehr viel in der King James Bibel, der englischen Bibel, weil die mich halt sehr stark geprägt hat. Das ist so eine zeitlose Sprache, die wirkt wie ein Korrektiv auf unsere heutige verwahrloste Schmuddelsprache. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Diese Verse kann man hier markieren. Mit der rechten Maustaste kann ich hier auf Markieren gehen. Augenblick, ich wähle hier erstmal Unterstreichen an, dann kann ich das markieren. Rechte Maustaste, Mark, das Ganze wird unterstrichen. So kann man sehr frei damit arbeiten. Ich kann auch nur einzelne Stellen hier markieren. And that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation. Also der Timotheus, der hat die Heilige Schrift hier schon von Kind an gekannt. Ne? From a child thou hast known. Also der hat schon, der hat das nicht erst als Erwachsener angefangen zu lesen, sondern Mutter und Großmutter haben ihm das schon von Kind auf mit in die Wiege gegeben. Dann markieren wir mal das, einfach nur diese Stelle hier, kann ich machen. Oder ich kann auch ganze Verse farblich markieren. Machen wir hier dieses Post-it-Gelb zum Beispiel. Dann habe ich das hier. Und wenn ich jetzt wieder in die deutsche Version zurückgehe, dann sehe ich, das wird jetzt hier nicht übernommen, sondern das habe ich jetzt nur in der King James Bibel übernommen, kann das hier weiter sehen. Das heißt, man kann in jeder Übersetzung separat arbeiten. Hier sieht man auch so verschiedene kleine Lesezeichen. Ich gehe mal hier auf die 1, da habe ich 2. Timotheus 3,16 eingestellt. So, hier bin ich gerade im 30. Psalm am Lesen. Mal angenommen, ich lese gerade im Galaterbrief, Kapitel 5. So. Und was weiß ich, ich habe jetzt aufgehört in Vers 15. Diesen Vers markiere ich hier einfach und dann setze ich ein Lesezeichen hier bei der Nummer 4 zum Beispiel. Einfach rechte Maustaste drücken und man sieht direkt, Galater 5, 15 ist als Lesezeichen drin. So, jetzt gehe ich mal an eine andere Stelle und gehe nochmal zurück auf die 4 und sehe, Galater 5, 15 hat er als Lesezeichen
mit übernommen. So gibt es ganz tolle Funktionen in diesem Programm. Ich kann auch die ganzen Bibelverse, ich bin zum Beispiel jetzt hier, nehmen wir mal an Galater 5, 22, wählen wir mal gerade an. Die Frucht des Geistes, die Frucht des Heiligen Geistes wird da erwähnt. Das kann ich jetzt hier auch in all den aufgeführten Übersetzungen vergleichend lesen. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit. In der King James Bible, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith und so weiter. Dann kann ich das auch parallel setzen. Dazu habe ich jetzt hier gewählt, hier ist schon voreingestellt, King James Bibel und die deutsche Lutherbibel kann ich also hier nebeneinander parallel gesetzt lesen. Eine ganz tolle Sache, so dass ich alles Vers für Vers nebeneinander habe. In der ganzen Bibel, die kann ich so hindurch jetzt, ich gehe jetzt einfach mal hier ins Buch Obadja, kann ich alles so schön parallel nebeneinander lesen. Wenn ich also jetzt gerade dabei bin, Deutsch zu lernen oder umgekehrt, jemand ist dabei, Englisch zu lernen, der kann das hier sehr schön parallel gesetzt nebeneinander lesen. Eine ganz tolle Sache. Dann möchte ich euch noch eine tolle Funktion hier zeigen. Ihr könnt euch hier zu Gottes Wort Notizen machen. Wir lesen die Bibel nicht nur so runter wie eine Tageszeitung oder ein Roman, sondern wir lesen die Bibel, weil Gott zu uns spricht durch sein heiliges Wort. Wir beten darin im Gebet, da reden wir mit Gott, aber im Bibellesen, da redet Gott mit uns und gibt uns Weisung. Wir müssen auch darüber denken, Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben. Der Geist ist dafür da, uns in alle Wahrheit zu führen. Und der Geist hat ja die Bibel inspiriert. Das heißt, wenn wir die Bibel lesen, dann ist das wirklich auch eine persönliche Interaktion mit Gott. Und das darf man nicht vergessen, wenn einem Gott Sachen zeigt, dann soll man die nicht nur einfach nur so ja, über sich ergehen lassen, sondern das kann man sich aufschreiben. Das ist eine ganz tolle Sache. So, jetzt nehme ich mal einfach einen Beispielvers. Hosea, Kapitel 4, Vers 6. Den suche ich mir jetzt mal gerade hier raus. So, da ist er doch. Hosea, Kapitel 4. So, das mache ich jetzt mir mal hier in der Lutherbibel auf. Mein Volk ist dahin. Darum, dass es nicht lernen will, denn du verwirfst Gottes Wort. Darum will ich dich auch verwerfen, dass du nicht mein Priester sein sollst. Du vergisst das Gesetz deines Gottes, darum will ich auch deine Kinder vergessen. Jetzt habe ich die Möglichkeit, mir zu diesem Vers Notizen zu machen. Oder überhaupt, ich habe dreierlei Möglichkeiten. Zum allererst Journal Notes. Das ist wie ein Tagebuch. Heute Sonntag, 4. April 2021. Ich kann mir zu jedem Tag hier Notizen machen. Wenn ich heute die Bibel lese und Gott spricht mich heute an, dann notiere ich mir hier etwas. Ich habe heute das und das darin erkannt in dem Wort Gottes. Das notiere ich mir hier, das speichere ich ab. Hier. Und dann kann ich hier ebenso, Locate Journal Notes, das, was ich hier mal geschrieben habe, auch wieder durchsuchen. Hier sind alle Daten, zu denen ich hier was geschrieben habe. Und kann ich alles nach Worten durchsuchen. Das heißt, wenn jemand hier vielleicht mal über ein Jahr hinweg sein Tagebuch geführt hat, das ist dann kein unübersichtlicher Haufen Notizen, sondern den kann man wieder nach Suchwörtern ganz toll durchsuchen. Journal Notes oder Study Notes. Das heißt, hier sind die Notizen nicht auf den Tag, auf ein Datum bezogen, sondern auf den jeweiligen markierten Bibelvers. Ihr seht hier Hosea 4, Vers 6, den habe ich jetzt hier rot markiert. So, Thema in diesem Vers, ich sehe, da wird etwas über Gottvergessenheit. Du vergisst das Gesetz deines Gottes. Es geht hier, ich mache mir einfach freie Notizen dazu. Jeder kann da etwas anderes reinschreiben, da sind wir frei drin. Gottvergessenheit ist eines der Dinge, die ich hier drin sehe. Du verwirfst Gottes Wort, mein Volk ist dahin, darum es nicht lernen will. Ja, die wollen, heute gibt es ja Leute, die lernen sehr viel, aber die lernen eben nicht Gottes Wort. Da muss man eben auch ganz klar sagen, Bildung, Lernen
ja, Doppelpunkt, erstmal bei Gott anfangen. Gottes Wort. Gottes Wort spielt große Rolle in der Bildung. Das speichere ich mir einfach ab. Das ist das, was mir heute auf dem Herzen liegt, oder das ist einfach eine Notiz. Oder ich kann noch ganz andere Sachen da reinschreiben zu diesem Vers, die mir in den Sinn kommen. Ich kann einmal nach Tagen ablegen. Ich kann einmal für jeden Vers bezogen das abspeichern. Und ich habe die Möglichkeit auch nach Themen abzuspeichern, mir Notizen zu machen. So, zum Beispiel kann ich jetzt hier reingehen, ich kann hier sehen, hier gibt es schon verschiedene Themen, zu denen ich hier in der Vergangenheit Notizen gemacht habe. Judging righteously, also das Thema Richten. Es wird in der Bibel ja sehr viel über das Richten gesagt. Einerseits sagt Jesus, richtet nicht. Sonst werdet ihr gerichtet werden. In der Bergpredigt haben wir da Wort dazu. Aber andererseits, anderer Stelle sagt Jesus natürlich, ihr sollt schon richten, aber ihr sollt gerechtes Gericht richten. Das heißt, nicht nach eigenem Standard richten, sondern unser Standard, unser Maßstab beim Richten ist natürlich Gottes Wort. So, ich kann mir hier also vergangene Themen ansehen. Ich kann diese Themen, die ich bereits angelegt habe, hier nach Suchwörtern durchsuchen. Einfach mal, ich gebe jetzt hier einfach nur mal God ein. Wie oft habe ich hier etwas von God geschrieben? Suchen in sämtlichen Themen hier sind also hier Referenzen drin. Die kann ich mir hier, ich kann also das, was ich hier geschrieben habe, auch wieder durchsuchen, um, wenn ich jetzt hier Gedanken mir aufschreibe, wenn ich da später drauf zurückgreifen will, habe ich da sehr schnell Zugang drauf. Ich kann auch sehr schnell ein neues Thema erstellen, enter the topic title, the word of God, das Wort Gottes zum Beispiel, kann ich jetzt hier einfach so schreiben. Ich kann jetzt auch Folgendes machen, wenn ich mich jetzt auf einen bestimmten Vers beziehe, den ich hier nur als Querverweis einfügen will, dann brauche ich den hier nicht lange zu suchen, sondern ich gehe hier sehr schnell auf Format Scripture Tooltip. Und gebe dann hier ein, zum Beispiel Psalm 12, Vers 6. Okay, und dann habe ich das direkt hier mit der Maus drüber. Die Rede des Herrn ist lauter, wie durchläutert Silber im irdenen Tiegel bewähret, siebenmal. Habe ich direkt Zugang hier auf Gottes Wort. Wenn ich jetzt richtig viel schreibe, kann ich mir auch diesen Editor groß machen, wie hier. Dann habe ich hier sehr schnell Zugang auf meine Themen, zu denen ich hier geschrieben habe, und kann hier sehr frei drin schreiben. So, das ist hier für den Editor, wo ich Notizen machen kann. Ich kann mir aber auch die Bibellexika hier sehr groß machen. Sehr viele Bibellexika, die man hier alle kostenlos herunterladen kann, einschließlich des Webster's Lexikon von 1828 für die englische Sprache. Ein ganz tolles Lexikon. Oder es gibt hier die Bibelkommentare. Wie ihr seht, habe ich hier sehr viele Bibelkommentare runtergeladen, weil ich auch wissen will, was Gott anderen Menschen gezeigt hat, wenn die Gottes Wort lesen. Was haben die da aus diesem Vers herausbekommen? Aber manchmal gibt es auch einfach sehr viel Hintergrundwissen, was man da über Bibelverse herausbekommt. Wenn ein Vers wirklich schwierig ist und das sagt einem im Moment noch nichts, dann will man das so im Herz aufbewahren, aber man hört auch mal gerne, was andere Christen dazu geschrieben haben. My people are destroyed for a lack of knowledge. Da schreibt ein Adam Clark, they have not the knowledge of God, nor of sacred things, nor of their own interest, nor of the danger to which they are exposed. They walk on blindly and perish. So, jetzt kann ich mir aber auch gucken, was andere dazu geschrieben haben. Jemand namens Bullinger hier, People, der macht hier ganz andere Notizen daran. Kann ich mir also alles durchlesen, sodass ich wirklich einen Bibelvers ganz genau auf seine Bedeutung abklopfen kann. Ich kann auch hier in diese reine Bibelleseübersicht gehen, dass ich nur den Bibeltext vor mir habe, oder ich persönlich bleibe immer sehr gerne in dieser
geteilten Übersicht, wo ich Notizen, Bibelvers suche, alles parat habe. Ich habe auch hier oben nochmal diese kleinen Reiter. Kann ich hier auf die Kommentare draufklicken? Kann ich hier direkt zu dem Vers, der gerade hier markiert ist? Ich bin ja hier noch in Hosea 4, Vers 6. Jetzt kann ich direkt die Kommentare abklopfen. Was haben andere dazu geschrieben? Oder wenn ich jetzt hier ein schwieriges Wort sehe, wo ich sage, oh, das verstehe ich nicht so richtig oder das möchte ich mal erklärt haben oder ein bestimmtes Thema, das ich gerne erklärt haben möchte, dann habe ich hier jede Menge Bibellexika. Wir leben heute in einer Zeit, wo so viele biblische Begriffe gar nicht verstanden werden. Man muss ja heute wirklich komplett bei Null anfangen. Wer ist Gott? Was ist Sünde? Was ist das Gericht? Was ist die Erlösung? Was ist das Kreuz? Warum war das nötig? Sind wir von Natur aus von Gott getrennt? Und so weiter und so fort. Was ist, warum müssen wir mit Gott versöhnt werden? Und, und. Das kann man sich alles hier, alles hier sehr mal ansehen. Das sind alles englischsprachige Lexika, weil halt sehr viel theologische Literatur eben in englischer Sprache entstanden ist. Sehr viel bibeltreue Literatur ist alles sehr stark zentriert auf die King James Bibel und es sind so viele englischsprachige Autoren drin. So, das kann man sich hier alles mal ansehen. Ich habe zum Beispiel, wer einfach nicht mehr weiß heutzutage, was ist Sünde? Sin kann man hier im Bibellexikon nachgucken oder hier in Webster's Lexikon. Webster 1828 war ein christlicher Mann, der hat dieses ganze Lexikon eben auch basierend auf einem christlichen Weltbild geschrieben, was damals gang und gäbe war. Eben nicht dieses säkular-humanistische, wo man versucht, alles Geistliche rauszudrängen, sondern eben Christus im Mittelpunkt. Und so sind auch diese ganzen Bibellexika hier aufgebaut. So bin ich jetzt hier in Cyclopedia of Biblical, Theological and Ecclesiastical Literature. So. Hier kann ich mir ganz genau die Definitionen von solchen biblischen, christlichen Begriffen ansehen und das wirklich nochmal ganz neu lernen. Und dafür ist diese Bibelsoftware eben sehr gut. Man kann hier wirklich gerade auch im Selbststudium Gottes Wort genau durchlesen und studieren. Das ist nicht nur was für Studenten, das kann sich jeder auf seinen Rechner runterladen und kann frei Gottes Wort zu sich sprechen lassen. Bitte schaut nochmal vorbei. Es wird bald nochmal eine neue Folge geben. Dann werde ich euch noch mehr aus diesem Programm eSort zeigen. Ich wünsche euch noch einen gesegneten Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen.